Anwohner hatten das Feuer gegen Mitternacht bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Als die ersten Feuerwehrleute kurze Zeit später am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Sofort wurden weitere Wehren nachalarmiert. Insgesamt kämpften weit über 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen an, sagte Kreisbrandmeister Christian Alvertsen am Einsatzort. Ja, gegen 0 Uhr wurde die Feuerwehr Witzfort zur Grundschule in Witzfort alarmiert. Die Turnhalle stand in voller Ausdehnung im Brand. Man sieht es im Hintergrund, wir sind jetzt um 2.30 Uhr immer noch am Löschen. Mittlerweile 7 Feuerwehren hier vor Ort, Drehleiter im Einsatz. Es ist unheimlich schwer, eben durch die Dämmung den Brand zu bekämpfen. Also das Turnhallengebäude ist ein Totalschaden. Wir schaffen es höchstwahrscheinlich, hoffentlich die Grundschule zu halten, die direkt angebaut ist. Da wird jetzt ein massiver Artenschutzeinsatz gefahren und geguckt, ob da irgendwo Glutnester im Dachgebälk irgendwo sind. Aber zurzeit sieht es gut aus. Ja, schwierig ist es dadurch, dass es eben eine Holzkonstruktion in der Turnhalle ist. Die Uhrzeit geschuldet, es ist aufgrund der Witterungsverhältnisse, der Wind dreht hier, ich will nicht sagen stündlich, aber viertelstündlich. Ein Rankommen ist eigentlich nur unter Abendschutz möglich. Wir haben ca. 120 Einsatzkräfte hier, tauschen jetzt mit anderen Wehren schon Abendschutzgeräteträger durch. Und wir hoffen, dass wir hier trotzdem bald fertig sind. Ja, das entscheidet sich nach dem nächsten Schritt. Entweder wird es ein Bagger da sein, der gleich das Dach runternimmt von der Turnhalle. Ansonsten muss er dann noch mit der Dachöffnung gearbeitet werden und das kann noch dauern. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.